Ich war jetzt bei noch keinem Turnier dabei, aber ich habe mir sagen lassen, dass es nicht oft der Fall war, dass ja, nahezu jeder Spieler, der das Camp verlässt, Tränen in den Augen hat. Das ist, glaube ich, schon ein großer Verdienst von allen im ganzen gesamten Staff. Dann eure Fragen. Ja, ich glaube, zu Beginn will ich erstmal ja, Danke sagen an die ganzen Fans im Land. Man merkt, ich kämpfe mit den Tränen, weil es ja, war sehr emotional, sowohl mit der Mannschaft als auch mit den Fans. Ich habe immer gesagt, wir brauchen die Menschen im Land vereint hinter uns, weil wir wissen auch, dass die letzten Turniere einfach nicht gut waren, dass wir als Nationalmannschaft, als Verband nicht viel zurückgegeben haben für die Menschen im Land aus sportlicher, fußballerischer Sicht. Und ja, ab den März-Länderspielen, finde ich, hat man gemerkt, dass die Fans realisiert haben, wir wollen was bewirken und wir wollen was verändern im Trainerteam. Wir haben viele, ja, Entscheidungen getroffen im gesamten Staff, die, glaube ich, nicht jeder getroffen hätte, weil wir einfach eine Vision hatten, weil wir einen Glauben hatten, dass wir es gut machen können im eigenen Land. Und wir haben sehr schnell die Unterstützung gespürt. Und klar, wenn man so Videos sieht von den Fanzones, von den Fanmeilen, das ist ja emotional. Wir hätten natürlich gern den Fans noch mehr gegeben, noch eine Woche länger hier. Guten Fußball gespielt, erfolgreichen Fußball gespielt, gerne den Titel geholt.